So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sollen jetzt hier ein paar Sachen erledigen. Dementsprechend werden wir jetzt ein bisschen rumquesten hier auf der Insel. Mal gucken, was uns hier für Gegner erwarten. Erstmal vorab, danke, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und mir wieder hier fleißig unterstützt, in der Hoffnung, dass ihr mir ein paar Kommentare reinschreibt, ein paar Likes gebt oder sogar Abos da lasst. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dementsprechend, oh, Schrotpatron, danke ich euch erstmal, dass ihr wieder, wie gesagt, dabei seid, und ich hoffe, es macht euch Spaß, mir zuzuschauen, wie ich wieder hier ein bisschen rummetzle. Und jetzt müssen wir erstmal hier mal ein paar Daten laden. Ja, machen wir hier mal ein bisschen Quests an. In dem Sinne, schauen wir mal, was wir hier haben. So, wir können, was ist hier? Altes Haus im Teich. Was haben wir hier? Campingplatz. Okay, da müssen wir hin wegen dem Typen, den sie da verloren haben. Da gehen wir mal gleich mal hin. Das ist gleich hier in der Nähe. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen rumquesten, bevor wir die Hauptquest weitermachen, denn wir wollen ja noch ein bisschen was von der Insel hier erkunden. Ist ja nicht so, dass wir hier nur auf der Straße rumlaufen wollen. Und dann werden wir erstmal die erste Quest machen. Naja, wir hier in dem ersten Video von der neuen Episode hier haben wir ja schon gesehen, dass es hier ziemlich fiese Viecher geben soll. Bin ja mal gespannt, ob wir auch irgendwann mal die Möglichkeit haben, hier diesen Nebel zu verschwinden zu lassen. So, wir müssen auf jeden Fall dahin. Da sollen ja Ghule sein, ja, auf der Seite, so wie ich jetzt noch mitgekriegt habe, die den armen Kerl oder den Sohn, besser gesagt, getötet haben. Okay, da waren wir eigentlich, glaube ich, schon. Vorhin? Hä? Ne, letztes Mal, beim letzten Video? Oder sind wir nur vorbeigelaufen? Ich glaube, wir sind nur vorbeigelaufen. Genau. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Irgendwo muss ja hier der Typ rumliegen. So, Munition haben wir genug. Da oben sind die Ghule. Das ist, okay. Achso, das ist rund. Ja, kommt der nächste? Bin ja mal gespannt. Wo wir den Kollegen hier finden. Ja, Superkleber. Nehmen wir den Schmidt. Wo ist der denn jetzt hin hier, der Typ? Aluminium nehmen wir mit. Sicherung nehmen wir auch mit. Kronkorken. Also wir sollen ja hier irgendwo jemanden suchen, der hier anscheinend umgebracht worden ist. Und den stellen wir erstmal auf dem Scheißhaus hier. Oh, da unten ist er auch schon. Sollte auch treffen. So, Eliminierung der wilden Ghule eliminiert. Geschafft, so. Kronkorken, die eigene Blutprobe nehmen wir natürlich mit. Die brauchen wir auch immer wieder mal. Was hat der noch? Plastiklöffel? Okay, das brauchen wir nicht. Gut, die Aufgabe haben wir erledigt. War ja eigentlich ein Kinderspiel. So, was haben wir hier? Gerberei. Was haben wir denn hier nochmal beschaffen? Das Werkzeug. Okay. So, irgendwo müssen wir ja auch noch ins Wasser. Speicherlaufwerke, irgendwo war alles doch hier. Wo ist denn das mit dem? Okay, da ist die Questabgabe. Verschaffe die Zugang zu Daimers. Ganz schön groß die Map hier, muss ich schon sagen. Verschaffe das Werkzeug. So, was ist jetzt hier oben? Was ist das hier?
Was haben wir hier? Chief's Edge Hotel. Hört sich eigentlich ganz interessant an. Da wollten wir, können wir eigentlich mal hingehen. Wenn ich jetzt wüsste, in welche Richtung ich gehen noch muss. In die Richtung circa. Naja, in die Richtung. Das ist ja auch schon. Ho, ho. Ist ja nicht wirklich weit gewesen. Fusionskern entfernt. Achso, ja, kannst du ja. Ja, ich bin ja mal gespannt, was hier für Kreaturen rumrennen. Noch mehr Ghule. Was macht eigentlich mein Hund? Der macht ja gar nichts. Die faule Sau. So, wo ist der jetzt hin, der legendäre? Hä? Da. Was hat der? Huhtöter. Thronkorb. Ja, ist ja nicht wirklich viel. Da ist ein Terminal. Ist kaputt. So, bin ja mal gespannt, was es hier noch gibt. Liegen bleiben, mein Freund. Kettungsmarke, das war's schon oder was? Ah ja, okay. Wow! Alter, der hat mich gerade erschrocken. Die eigene Blutprobe, den brauchen wir mal gleich hier am Kopfschuss, nicht dass er drauf steht hier. Was ist denn da? Bin ja mal gespannt. Nein! Na gut, wir haben ja genug davon. So, jetzt so. Rüber ab, mein Freund! Oh, warum bin ich jetzt hier reingegangen? Mit dem da hier? Das ist Stimpaps oder was? Ich hoffe, dass da ein bisschen mehr ist als nur ein bisschen Müll. Ist das ein Tresor? Nee. Ja, ist das alles hier? Kann nicht sein. Scheint doch so zu sein. Na dann ist der Weg nach da hinten. Gucken wir mal, was es da gibt. Ach ja. Oh. No. Oh mein Freund, du bist down. Was war das denn für ein Dicker hier? Das war alles hier? Nur ein bisschen scheiße? Doch, mit der schreckt man nicht so. Bitte jetzt. Lebt der oder ist der tot? Gut, der ist tot. Was hat es denn jetzt hier gegeben?
Ziemlich viele Gläser gibt es hier. So. Oh oh. Keine Munition mehr, so ein Scheiß. Ich meine, ich finde die Kanone ja richtig geil, ja, aber die Munition geht einfach ratzifatzi leer. Ja, was ist das jetzt hier? Ach, hier hätte man reingehen können auch, okay. So. So, das ist jetzt schon wieder. So, okay, da waren wir jetzt auch. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder zurück, können wir dann auch schnell reißen hier. Das Kronenwurf. Ah, okay, hier können wir schnell reißen machen. Können wir eigentlich mal machen, dann können wir mal nämlich die ganzen Sachen ablagern, die wir jetzt mitgenommen haben. Damit wir wieder ein bisschen mehr Platz haben in der Tasche. Oh, dann reisen wir mal schnell hier hoch zu a Sanctuary und dann können wir auch schon wieder zurückreisen. Um weitere Sachen zu sammeln. So, jetzt schmeißen wir erstmal den ganzen Müll hier rein. Halt, nein, bauen wollte ich nichts. Die R-Transfer. Gesamten Schrott lagern. Okay. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Munition irgendwo lagern können. Oder besser gesagt, Waffen. Die wir nicht brauchen. Meine Waffen. So. Artillerie-Rauchgranaten. Gut, die wiegen jetzt nicht wirklich viel. Kyro-Granate. Was ist mal hier? Molotov-Cocktail. Die haben wir in unserem Ding drin. Hier eine Schrotflinte. Ich weiß es gar nicht, ist das Herz jetzt die... Ja, ich glaube, das Herz müsste ja, glaube ich, die Favoritenliste sein. Das heißt, das hier können wir dann wegnehmen. Genau, also alles, was mit dem Herzchen da hinten dran ist, bedeutet, das haben wir... favorisiert. Was haben wir jetzt hier noch? Kleidung. So. Also das kann ich nicht ablegen. Armeeuniform. Reduziert den durch gute verursachten Schaden um 15%. Naja. Reduziert den durch Supermutant verursachten Schaden. Aha. Alle 20 Sekunden eine Chance, 10% Nahkampfangriffe einzufrieren. Das hört sich natürlich auch nicht schlecht an. Aber braucht man die wirklich? Was ist das? 1 plus 1 Beweglichkeit. Okay. Gut, was haben wir hier? Ganzen Futtergegenstände. Ganzen Bänder, die brauchen wir noch. Meine Munition. Inventar, was haben wir hier? Passwörter und so. Was? Dadurch auch alles ein bisschen was wiegt, ne? Oder? Ja. Naja, egal, das kann man erstmal alles da lassen. So, und dann wollen wir wieder zurückreisen. Wo waren denn? Ganz der Spaß jetzt hier. Fair Harbor. Dann wieder ab nach Hause. Oder nach Hause, naja. Nach Hause kann man ja nicht wirklich sagen. Eher mehr Bruchbuden da drüben. So. Abgeschlossen, jetzt sind wir auch gleich hier, da können wir auch gleich mit den Knalltypen hier reden. Wo haben wir denn die Kollegen hier?
über einen verschwundenen Zünd sprechen. Wann immer du bereit bist. Ich muss mit dir über einen verschwundenen Zünd sprechen. Kann ich dich für irgendwas begeistern? Alter, willst du mich verarschen? Ich muss mit dir über einen verschwundenen Zünd sprechen. Ja. Nun, darüber rede ich nicht mit Fremden. Du kannst also entweder was kaufen oder verschwinden. Ich arbeite mit Chase. Sie hat mir gesagt, dass deine Bezeichnung L792 lautet. Okay, ich glaube dir, aber nicht so laut, ja? Die Information muss unbedingt geheim bleiben. Ich kenne den Synth, von dem du sprichst. Ein junger Typ, vielleicht so um die 20, mit weißem Haar. Er nennt sich Derek. Allerdings ist er viel früher als erwartet aufgetaucht. Dachte, ein Runner wäre hinter ihm her, daher die Eile. Ganz ehrlich, der Typ war ein Wrack, total verängstigt. Hat sich ständig umgeschaut und ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Ich wollte ihn beruhigen, aber er rannte panisch in den Nebel. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Der Synth könnte in diesem Moment durch den Nebel irren. Ich brauche mehr als das. Ich habe dir alles gesagt, okay? Meinst du, ich wollte, dass das passiert? Bestimmt nicht. Also, wenn du wirklich diesen Synth suchst, ich bin sicher, er hat die Straße nach Süden genommen. Geh doch vielleicht in die Richtung. Sei einfach vorsichtig und danke. Nur wenige würden sich für einen Synth in den Nebel wagen. Vor allem, wenn sie den Synth nicht mal kennen. Was da passiert ist, war scheiße. Wirklich. Hoffentlich bringst du es in Ordnung. Gut, die Information haben wir auch schon. Dann können wir die nachher auch mal. Ich habe keine Zeit. Was? Avery. Ich will ehrlich zu dir sein. Auf dieser Insel ist es nie einfach, um Hilfe zu bitten. Schon gar nicht einen Fremden. Aber ich bin diesen Leuten gegenüber verantwortlich und habe eine Aufgabe für dich, wenn du willst. Außerdem bist du härter, als du aussiehst. Ich helfe gern nach Kräften mit. Wenn du das sagst. Wir kriegen unser Trinkwasser von einem Aufbereiter außerhalb der Stadt. Kurz bevor du kamst, gab es einen schweren Sturm, der die Nebelkondensatoren beschädigt haben muss, die die Straße zum Aufbereiter schützen. Ich habe Howard Dunbar zum Reparieren losgeschickt, aber dann griffen die Meyer-Lurks an. Ich fürchte, sie haben ihn erwischt. Ich hatte gehofft, du siehst es dir mal an. Vielleicht könntest du, falls nötig, die Nebelkondensatoren wieder in Betrieb nehmen. Wenn du willst, verlass die Stadt in Richtung Süden. Wird natürlich bezahlt. Ich würde keinen Fremden bitten, seinen Kopf für uns zu riskieren, wenn nicht auch was für ihn rausspringt. Was sind diese Nebel? Dann brauche ich Werkzeug oder Teile. Meine Mechanik ist keine Mechanik, wenn ich mache. Brauche ich Werkzeuge oder Teile, wenn ich die Reparaturen selbst durchführen muss? Die Energiemodule der Nebelkondensatoren müssen gewechselt werden, aber Howard hat die einzigen Ersatzteile. So oder so musst du ihn erstmal finden. Mhm. In Ordnung. Ich mache mich auf den Weg. Gut. Unser Wasser geht schon bald zur Neige. Bist du der Detektiv, von dem ich gehört? Oh, da hinten. Achso, ja genau, die ist ja die Olle, für die wir gerade den Typen her. Die Insel sieht alles. Pass da draußen auf. Ich habe die wilden Ghule vom Campingplatz ausradiert. Unsere Geschichte endet mit der heldenhaften Rückkehr der Hauptfigur. Ha, damit hat die Insel bestimmt nicht gerechnet. Du hast dir für deine Mühen einen Lohn verdient. Hier sind 200 Kronkorks. Ey, du bist immer Millionär. Ich glaube, ich verdiene mehr als das. Ich denke, ich kann noch etwas drauflegen. Hier sind nochmal 100 Kronkorkens. Ich habe darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Nun, wir alle lieben doch unsere Großeltern, oder? Nett und lieb, sie verwöhnen einen gern. Niemand würde ihnen je etwas Schlechtes wünschen. Deshalb hat es mir auch das Herz gebrochen, als ich Opa George verloren habe. Tut mir leid. Sehr gemacht haben. Alle taten das, aber das war der Insel egal. Er wurde als Dalton geboren und war damit verflucht. Er hatte eine Farm ein Stück nördlich von hier, hat in Frieden gelebt, das Land bewirtschaftet und keinen Ärger gemacht. Die Insel hat ihm was geschickt. Ein riesiges, gefährliches Monster, das mit seinen Klauen Stahlträger durchbrechen kann. Einen Nebelkriecher. Opa blieb tapfer und standhaft. Die Schrotflinte in der Hand.
Er hielt das Monster auf, während seine Helfer hierher flüchteten. Wenn du diesen gepanzerten Teufel ausschalten kannst, zeig das allen, dass die Daltons es nie vergessen, wenn ihnen Unrecht angetan wurde. Dieser Nebelkriecher wird zahlen. Für Opa George. Das höre ich gern. Für Opa George. Alter Schalter. Na gut. Dann lass uns mal den Nebelkriecher killen. Für Opa George. Oh. Nicht mal wieder Munition hier. Oh, das ist natürlich auch nice. Dann wollen wir die mal nachladen hier. Gut. So, wo ist denn Opa George? Ja, also die Geschichte, die muss ich mir ja mal wo jetzt reinziehen hier. Ja, wo ist denn der Spaß? Suchen nach Hogwarts Dunbar. Okay. Findet den verschwunden sind. Den Nebelkriecher. Okay, das ist da hinten. Gut, dann ignorieren wir erstmal die Questen hier. Ich will jetzt erstmal hier den Nebelkriecher abschlachten. Kann natürlich eine Weile dauern, bis wir da sind. Und dementsprechend hoffe ich, deswegen noch ein paar Gegner kommen. Nicht, dass die Reise dorthin sehr langweilig wird, ohne Fights. Okay, ich wollte eigentlich auch mal die Kanone hier austesten. Aber eigentlich wollte ich die mal auch umbauen, aber ich kann es ja noch nicht. Vielleicht wollen wir in unsere Hauptzentrale machen sollen. So, wie weit sind wir denn jetzt davon entfernt von dem komischen Ding? Ach, eine halbe Weltreise dahin. So, müssen wir jetzt hier links oder rechts? Oben? Nach rechts, okay. Nebenbei können wir natürlich noch ein bisschen Sachen durchstöbern. Die Häuser brauchen wir hier nicht angucken, aber Fahrzeuge sehen manchmal ganz interessant aus, sag ich mal. So, bitte, ja. Der rennt hier wie wild durch die Gegend, ey. Der kann nicht einmal die Füße stillhalten hier. So, wir müssen da lang, genau. Der Nebel des Grauens auf der Insel. Ja, also es gibt nicht nur die Insel, sondern es gibt auch noch Nebel des Grauens. Was ist denn das hier? Ein Stein. Ja, jeder kennt den Film Die Insel, ja, und dazu kommt jetzt noch Nebel des... Oh, Nebel des Grauens, was haben wir denn da schon alles? So, was ist das für eine Rüstung hier? Was? Du kannst... Mann, lass dich doch mal anschauen hier. Bist du jetzt besser oder wie meine oder nicht? Du kannst... Was? Das kannst du nicht tun, solange du was? Solange du brauchst... Achso. Dann stellen wir die mal kurz hier ab. Dann wird jetzt erstmal fett verstrahlt hier. Mal gucken, was das hier für eine Rüstung ist hier. Ah super, hier sehe ich gar nichts. Kein Platz hier. Okay. Sieht natürlich auch recht nice aus, sag ich mal. Aber die Frage ist jetzt, ist die jetzt nicht besser oder nicht? Hoppala, was habe ich jetzt gemacht? Kleidung. 90 resistent hat der Ding.
Gehen wir mal vom Helm aus, dann haben wir 140, so. Oder? Inventar. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich überlastet bin. Oh, der Helm hat ja 140. Der bin ich mal gespannt, was meiner jetzt hat. Meiner hat... Was hat meiner? ...260, okay. Aber dementsprechend haben wir jetzt eine neue Power-Rüstung. Wie viel Gewicht haben wir jetzt? Oh. Okay. Relativ schwer beladen schon. Kann ich wirklich die Kanone, die wir nutzen wollen? Was haben wir denn noch hier an schönen Kanonen? Oh. Okay. So, wo ist denn das jetzt hier? Müssen wir jetzt hier lang? Power-Rüstung. Achso. Wird jetzt einem angezeigt auch noch. Aha, okay. Ist auch neu. Habe ich noch nie gesehen so. Wo ist die Form? Ist die jetzt hier? Nein, hier ist diese komische Straße da. Oh oh, hinter die Straße. Das wird ein guter Kampf. Ja, für mich, aber nicht für euch, meine Freunde. Oh, da hatte ich ja eine Flinte dabei. Aber leider nur Müll. So, da ist ja eigentlich nachher ein... Eine, was ich soll sagen, eine Krabbe ist, ja, habe ich ja die Kanone hier. Denn die Kanone, die macht wesentlich mehr Schaden an... Krabben. Dementsprechend. Oh, sind wir schon vorbeilaufen? Das ist natürlich schlecht. Wir sind hier lang. Da ist die Farm. Oh, und da ist die Krabbe. Denn der ist in der Rohrmauze. Okay. Kann ich verarschen? Hm, das ist ein wirklich schwacher Gegner, das ist ja wohl nicht gewesen. Aber wir gehen mal runter, mal gucken, was da noch Schönes ist. Dementsprechend laden wir wieder die gute Sniper durch, die nicht wirklich viel gemacht hat. Oh, oh, hier explodiert gleich was. So, irgendwo muss ja der Kollege... Oh oh. Ah, den Atompilz hier. Irgendwo muss ja auch der Kollege hier sein. Der Daddy. Da müsste dann der hier sein. Oder auch nicht. Ne, das ist er doch nicht. Hier ist eine Werkstatt. Kann man eigentlich hier auch Waffen reparieren? Was du kannst. Solange der Nebel da ist, okay.
Das heißt also, wenn jetzt schon dann steht, denn das, ich kann hier das nicht machen, da ein Nebel da ist, müsste natürlich dann irgendwann der Nebel auch mal verschwinden in der nächsten Geschichte oder in der Folge der nächsten Geschichte, sagen wir mal so. Also müsste ich eigentlich das schaffen, auch später mal den Nebel zu entsorgen. Oh, hier ist nicht wirklich mehr was, das war's auch schon. Können wir jetzt auch wieder zurückreisen, hoffe ich mal. Genau. Machen wir mal eine Schnellreise, das geht wesentlich schneller, dann müssen wir hier mal wieder da hochflitzen. So. Wo wollten wir denn jetzt hin? Ach genau, zu Tante Oma hier. Wenn du die Leute in Far Harbor fragst, sagen sie dir, dass Opa George bei allen beliebt war. Opa George kann in Frieden ruhen. Der Nebelkriecher ist tot. Wunderbar. Damit ist ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Du bist wirklich der heldenhafte Rächer, den ich mir erhofft hatte. Jetzt, wo der Nebelkriecher weg ist, können wir Leute hochschicken, die alles in Ordnung bringen. Genau, die Farm gehört dir. Dein eigenes Stück der Insel. Es dauert, alles wieder ans Laufen zu kriegen, aber wir werden dir helfen. Und hier sind nochmal 200 Kronkorken. Als Dank für das, was du für die Familie Dalton getan hast. Na dann, komm, bisschen mehr geht. Ein heroischer Rächer verdient doch wohl mehr als 200 Kronkorken. Natürlich. Und du wirst auch mehr bekommen, aber erst am Ende der Geschichte. Keine Sorge. Bald ist es soweit. Ich muss dir sicher nicht erklären, dass der Zusammenhalt von Blut und Familie stärker ist als fast alles andere. Aber wenn du mich fragst, ist nichts stärker als die Bindung einer Ehe. Deshalb fällt es mir auch am schwersten, den letzten Teil der Geschichte zu erzählen. Glaub mir. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Wenn das stimmt, tut mir das leid. Vielleicht sollten wir uns gemeinsam unserem Schmerz stellen. Mein verstorbener Mann Daniel war der beste Fischer, den diese Insel je gesehen hat. Er hat mit seiner Crew am liebsten beim Leuchtturm von Brooks Head gefischt. An einem Tag, den ich nie vergessen werde, sah ich Dannys Boot kommen. Die Crew in wilder Aufregung. Ein paar Fallensteller hatten sich im Leuchtturm eingenistet, sicher auf Anweisung der Insel. Die sind verrückter als ein Sack voll Maulwurfsratten. Ihr Anführer hat ein paar Zielübungen gemacht und Danny einfach zwischen die Augen getroffen. Hol dir den Dreckskerl, lass ihn dafür bezahlen, dass er der Insel gedient hat. Wie komme ich zum Leuchtturm von Brooks Head? Er ist südwestlich der Stadt, nahe dem Steinbruch. Ich lasse den Fallensteller zahlen. Wunderbar. Denk dran, die Fallensteller sind zwar nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber Waffen können sie noch benutzen. Na gut. Den natürlich haben wir dann. Wollen wir natürlich dann auch gleich mal abschlachten. So, wo ist denn der Leuchtturm? Der ist bestimmt wieder am Arsch der Welt. Naja, war ja klar, das ist ja noch weiter weg. Alter. So, da oben haben wir auf jeden Fall eine Farm, die können wir natürlich dann bald nutzen. Ich schaffe das Werkzeug. So. Ja, ich sag an dieser Stelle erstmal wieder Dankeschön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich werde das nächste Mal, wollte ich jetzt mal hier die Quest weitermachen, indem wir dann den Typen hier suchen und den Synth. Und dann werden wir mal gucken, was wir dann hier noch alles in der Nähe haben. Ich denke mal, dann werden wir auf jeden Fall mal dann hier hinten hingehen und dann die ganze Gegend erkundschaften. Ja, hier müssen wir ja noch ein paar Sachen holen für unseren, die Hauptquest ist ja hier, für unseren Diamonds, ja. Und auf jeden Fall an dieser Stelle sage ich euch mal wieder Dankeschön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und, bei Fallout 4, ja. Ja, ich sag dann hier und jetzt danke und bis zum nächsten Mal, euer Sebastian. Ciao, ciao.